und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Omni 2, der Omnibus Simulator. Heute mal hier mit einer Straßenbahn, mit der SWS Straßenbahn, also von Schönau. Mit der Wagennummer 200 scheinbar. Das steht hier nirgendwo draußen dran. Also es scheint die 200 zu sein. Wir drücken hier mal die erste Tür auf. So, dann steigen wir mal hier hinten ein. So, ja, wir machen hier extra auch nochmal die Tür auf, die nicht aufgeht. Lustigerweise. So, die erste Tür geht auch schon wieder zu. Was machen wir als erstes? Wir fahren den Spiegel aus. Super. Dann drücken wir M für den Stromabnehmer und drücken E, damit sich alles anschaltet. So, dann betätigen wir natürlich noch D, damit die Bahn auch losfährt. Und ja, dann fahren wir auch schon los. Aber was natürlich fehlt, ist ja ganz klar die Zielschilderung. Wir sind die Linie 63 nach Einstellung auf Krankenhaus. Wie witzig. Nach Klingenthal würde ich jetzt mal ganz stark davon ausgehen. So, Klingenthal kann er nicht schildern. Keine Ahnung wieso. Ist ja aber auch egal. Aber wir fahren jetzt los. Was hat er denn nicht gemacht? Okay, ich hatte die Null betätigt. Das macht auch natürlich auch Sinn, die Null zu betätigen, wenn man losfahren will. So, wir sind natürlich in der schönen Doppeltraktion. Ist natürlich hier wichtig auf der Karte. So, und jetzt kommen wir in unsere Wendeschleife. So, hier habe ich tatsächlich auch die Bauvariante ausgewählt, die bis zu 100 km/h fahren kann. Die wir vielleicht heute dann mal austesten werden. So. Ja, also es wird heute nur so eine kleine Testfahrt sein, weil die Strecke ist ja noch nicht ganz fertig. Wir können ja sowieso nur bis Klingenthal fahren und naja, also... Mit dem Ibis funktioniert sowieso auch gerade zurzeit nicht. Also, warum man sich darüber auch keine Sorgen machen. Und das ist hier, was ich so gemeint habe. Also, FPS-technisch ist eigentlich im richtigen Omni-Spiel viel besser als so im Editor, was ich so richtig komisch finde. Also, weil eigentlich ist es ja genau andersrum, weil hier ist ja noch Autoverkehr und blablabla. Und normalerweise ist es hier ja auch besser als im Editor, aber irgendwie auf dieser Map nicht. So, hier habe ich natürlich wieder Kent mit dabei, ne? Damit man hier auch auf seine gewünschten Höchstgeschwindigkeiten kommt. Nächste Station, Nordspitze. Ich wollte gerade Bahnhof sagen, aber wir sind ja die Bahn. Nächste Station, Nordspitze. Ohne Bahnhof. So. Also, liebe Fahrgäste, bitte gehen Sie mal aus dem Rumpf von der Bahn. Wir haben nämlich noch nicht den zweiten Bahnsteig gebaut. Denn die SWS ist zu doof zum Bauen. Ist ja jetzt nicht die BVG, ne? Ist die SWS. Ich habe mit Absicht die SWS genommen, weil ich habe die BVG-Straßenbahn nämlich umgebaut. Kein Scheiß jetzt. Ich habe die echt umgebaut auf Schmalspur für die K-Bergbahn. Weil das ist ja Schmalspur da. So. So, will Manni mit? Ja, da wollen so einige mit. Aber kein Manni. Nö. Manni bleibt sitzen. Manfred. Da sind aber zwei Manfreds, die nur rumlaufen. So. Ja, geht schön durch die Bahn. Ist kein Problem. So waren es jetzt alle. Ich schließe jetzt aber mal die Türen. Wenn es nicht alle waren, ist es deren Schuld.
Ich stand hier lang genug. So. Und los. Außerdem habe ich keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie man es schafft, dass auch in den hinteren Wagen, also in den oder in den hinteren Türen, welche einsteigen. Die steigen immer nur in den vorderen beiden Türen ein. Also das ist irgendwie, keine Ahnung, komisch. So, jetzt wird's lustig mit Anzeige. Er kann nur 80 anzeigen, aber er geht hier noch weiter. Er geht hier sogar bis hier, wenn man 110 eingestellt hat. Also 110 ist tatsächlich dann die Höchstgeschwindigkeit. Also die Höchstgeschwindigkeit, die man höchstens einstellen kann bei der Bahn, aber bei der Bahn ist es jetzt nur 100 eingestellt. Ich hoffe, ihr habt es einfach alles verstanden. Gut. Nächste Station, Klingenthal Ausbau. Ich habe aus Versehen die 2 betätigt. Aber während der Fahrt gehen jetzt zum Glück nicht die Türen. Okay. Es gibt keine Hupen. Also es gibt keine Klingel. Also guck mal, ich drücke H. Ihr seht es ja hier auch. Und es ist einfach nichts. So, dann sind wir hier jetzt endlich auf unserer Kiesstrecke. Aber ich würde sagen, Ausbau lassen wir trotzdem nur hier auf einen Bahnsteig. Weil das ist hier tatsächlich ja unwichtig. Und nur für die Leute, die nach Klingenthal wollen. Die halt eben nach Nordspitze wollen, sollen halt eben verdammt nochmal zum Hauptbahnhof latschen. So. Einmal Zentralöffnung und wieder schließen. Will keiner mit. Ja, ich habe keinen Buster. Das muss aber keiner wissen. Und ich find's eigentlich mit den Eingleisen eigentlich auf Eingleisigem auch voll chillig. So, das kommt dann so richtig überlandmäßig rüber. So, nächster Halt, Klingenthal Extra Haltestelle. Ich weiß nicht, wie es nun mal hieß. Ich nenne es dann einfach Klingenthal. Wie ist es? Klingenthal Wagenburg. Wagenborgen. So, Klingenthal Wagenborgen. So, interessant wird es jetzt mit den Türen. Gehen die jetzt? Ja, die gehen in den Bahnsteig rein. Aber ist ja nicht so schlimm. Ist ja jetzt nicht so krass. Liebe Fahrgäste, wir verlassen jetzt Klingenthal Wagenborgen. Sie hätten da aussteigen müssen. Jetzt werden... Oh. Mir fällt was ein. Wir stehen noch, ja? Also... Pff. Wir sind nicht losgefahren. Nein, 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 nein. Wir doch nicht. Wir losfahren? Würden wir niemals tun. So. Die mit der Weiche ist richtig, aber ich meinte die da hinten. Die sollte man nämlich im Bahnhofsbereich stellen, damit es realistischer ist. Also wenn man noch steht. So. Sieht eigentlich auch voll cool aus hier so, ne? So, hier machen wir mal Warnblinker an. Wir fahren jetzt ein in unsere Endhaltestelle. Schildern auch schon mal um. Einstendorf Krankenhaus. Einstendorf, genau, die Schilder einfach nur Einstendorf. So, imaginäre Klingel ist jetzt an. Dieses Tatra ist viel zu hoch.
Ja, okay, jetzt bin ich sowieso halb in der Wand drin, ne? Aber eins würde ich mal gerne wissen. F4, nicht F12? Ja, okay, nee. Es würde gerade mal eine Tatra reinpassen. Aber wirklich gerade mal so. Eine Doppeltraktion ist da echt am Arsch. So, jetzt meckern sie alle wieder rum. Hallo, Kollege. Nein, das sind nicht vier. Wir doch nicht. So. So, wir sollten Warnblinken mal anbehalten, um zu zeigen, ja, Kollege, der da vielleicht immer näher kommt. Wir fahren jetzt auf den Gas. Hui! So, mit Höchstgeschwindigkeiten fahren wir nämlich jetzt hier in Klingenthal-Wagenburg. Treten wir unsere Rückfahrt an. Die Fahrgäste sind alle immer noch drin. Das sind nur die Testpersonen, also die Personen, die testen, ob die Strecke gut ist. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich meine. Aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm, ne? Okay. Hier kommt wieder Can Stand hier an. Oh, es will jemand aussteigen. Ja, nächster Halt ist Nordspitze. Jetzt gibt's Jas. So, wir sind bei 100 km/h. Und dieses Signal, ich glaube, das muss ich auch noch mal wegnehmen, weil das ist nicht straßenbahntypisch. Also, so ein Signal eigentlich nicht. In der Kurve sieht die Bahn auch echt nass aus. So. In so einer leichten Kurve. Das Haus mit dem weißen Dach, ne? Man kennt's. Also, eigentlich dürfte ja jetzt keiner von Nordspitze nach Krankenhaus wollen. Okay, ich nehme alles wieder zurück. So, dann von der anderen Seite kommt wahrscheinlich noch eine Oma oder so. Oder irgendwer, also von der anderen Straßenseite. Das passiert jedes Mal genau da. Die latschen hier quer über die Straße drüber, nur um mit der Bahn zu fahren. Macht eigentlich Sinn, wenn die so denken, okay, der Bus kommt nicht, die Bahn ist schon da, dann nehme ich lieber die Bahn. Aber die laufen auch durch Bänke und Geländer durch, ne? So.
zu, die Bretter. Mit der Bahn gehen die Türen übrigens schneller zu, ist mir aufgefallen. Zwar nicht sofort, aber sie gehen schneller zu. Liebe Fahrgäste, unser nächster Halt ist Einsteindorf. Dies ist unsere Endhaltestelle. Wir bitten Sie, dort alle auszusteigen. Attention, please. We are now at the last stop on the line. All traffic, please change the seat. All passengers, change the seat. Ach, egal. Ich hab den Text sowieso vergessen. Hier muss ich auch noch Kent reinsetzen. Weil ich möchte hier mit Höchstgeschwindigkeiten. Und ja. Dann wissen wir es jetzt zumindest, ne? Also das hier ist gut mit den Kent, aber dann müssen wir das mit dem Berg irgendwie noch besser machen. Und so, alle aussteigen bitte. Tschüssi. Gut, dann nicht. So, jetzt betrachten wir nochmal die Tram. Liegt die denn hier richtig auf den Schienen drauf? Ja, ja, das ist schon, die liegt schon realistisch auf den Schienen drauf. Ist schon mal gut. Also, die sieht auch von hier echt cool aus. Die Kupplung, ja. Ja, naja, also ich will der jetzt nicht sagen, weil ich glaube, ich würde es nicht besser hinkriegen. Aber ich finde die Bahn trotzdem generell sehr gut. Ui! 63 nach Einsteindorf. Auch voll die realistische Anzeige, ne? So, die 63. Ist das jetzt LED oder ist das Flipdot? Ich glaube, das ist LED, ne? Ja. Nee, das ist LCD. Ja, ich glaube, das ist LCD. So. Ich würde sagen, das war's für heute. Das war nur so eine kleine Testfahrt. Ich wollte wissen, ob alles funktioniert, ob irgendwo dann plötzlich die Bahn despawnt. Ich meine, es ist ja nur ein kleiner Teil. Der funktioniert zumindest. Also wenn bei euch irgendwie da irgendwas nicht funktionieren würde, wisst ihr, dafür kann ich tatsächlich nichts, weil es bei mir funktioniert. So. Ich verabschiede mich dann ganz herzlich von euch. Bis dann. Ciao, ciao.